Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern muss sich weiterhin gedulden. Obwohl die Friseurbetriebe unter Hygieneauflagen ab dem 1. März wieder öffnen dürfen, sind für weitere Unternehmen bisher keine Öffnungen geplant. Wir brauchen ganz klare Öffnungsperspektiven. Die Verbände der Wirtschaft haben Stufenpläne vorgelegt, wie wir uns das vorstellen können. Gut finden wir, dass beispielsweise das Friseurhandwerk öffnen kann. Aber es kann einem noch keiner erklären, dass das Friseurgeschäft geöffnet werden kann, links und rechts neben dem Friseurgeschäft Unternehmen nicht öffnen können, die auch gute Hygienekonzepte vorgelegt haben. Das Problem ist, dass es den Unternehmerinnen und Unternehmern ans Eingemachte geht. Jedes Unternehmen, das durch jetzt eine Öffnungsperspektive gerettet werden kann, fällt dem Steuerzahler nicht zur Last. Jedes Kind, was jetzt zur Schule gehen kann oder jetzt in die Kita gehen kann, verliert den Anschluss etwas weniger, als es sowieso schon den Anschluss verloren hat. Die Forderung der Unternehmen ist ganz klar. Sie brauchen Klarheit, Planungssicherheit und Öffnungsperspektiven. Entweder mit klaren Hygienekonzepten öffnen oder möglichst schnell und unbürokratisch finanzielle Hilfen erhalten. Schrittweise sollen jetzt die Schulen in den Regelbetrieb zurück. Am 24. Februar werden die Klassen 1 bis 6 in Kreisen mit einer Inzidenz unter 50 wieder normal unterrichtet. Danach sollen alle anderen Klassen folgen. Bei ihnen findet zunächst im Wechsel Präsenzunterricht und Homeschooling statt. Für die Wirtschaft stellte Ministerpräsidentin Manuela Schwesig zwar testweise Teilöffnungen in Aussicht, dabei muss aber eine Inzidenz von unter 35 erreicht werden. Müssen wir uns nicht generell auf neue Konzepte einstellen, über neue Konzepte nachdenken? Müssen wir im Einzelhandel vielleicht darüber nachdenken, dass man auch mit Terminvergaben arbeitet? All diese Fragen sind angesprochen worden und es gab eine große Offenheit dafür, genau in diese Richtung nachzudenken. Und klar, bei all diesen Schritten ist immer wieder über Risiken und Nebenwirkungen zu reden. Und wenn man ein Pilotprojekt startet, nehmen wir es in der Hansestadt Rostock beispielsweise, die ja in der Inzidenz recht niedrig liegt, dort also vorzeitig etwas öffnet, dann wird die Frage natürlich zu beantworten sein, ja, was macht man denn eigentlich mit den umliegenden Landkreisen und den Leuten, die dann auch die Möglichkeiten in Rostock nutzen will. In Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 150 dürfen gar keine Öffnungen unternommen werden. Die Bürger dürfen auch nicht in andere Kommunen, um von den dortigen Öffnungen zu profitieren. Auf dem nächsten MV-Gipfel am 24. Februar sollen weitere Maßnahmen und Möglichkeiten von Lockerungen besprochen werden.